Die nachfolgende Sendung dient der Unterhaltung. Die Berichterstattung erfolgt nicht objektiv. Für die genannten Fakten übernehmen wir keine Haftung. Unsere Äußerungen spiegeln lediglich unsere eigenen Meinungen und Ansichten wider. Und da sind wir wieder bei A Little Bit Late Night. Auch dieses Mal wieder mit unserem Tontechnik-Experten Christian. Was? Ja, Christian. Schön. Na, Fabi, es kommt doch jetzt Domian, ich kann doch jetzt keine Sendung aufzeichnen. Hier, mach mal, guck mal jetzt. 50-50. Ja, gut. Das ist, also, kennst du Domian? Ja, kenne ich. Das ist normalerweise ist das so eine Talksendung, also wo der Anrufe beantwortet und was macht dann jetzt? Ist das ein neues Konzept? Ja, die stille Talk noch, was ist da los? Ja. Warte, jetzt schreibt er was auf den Zettel, was steht denn da? Okay, gucken wir mal. Panne. Probleme steht da. Probleme. Ja, gut, das kann ja vorkommen. Ja, gut, egal. Die Sendungen sind eine einzige Panne. Ja, weißt du, Fabi, das ist halt meine einzige Lieblingssendung und ja, viele von euch wissen übrigens nicht, wir stehen tatsächlich in der Nacht auf, um für euch aufzuzeichnen. Ja, es muss ja auch Late Night sein dann. Genau, muss ja auch Nacht sein, sonst nicht kommt ja dieses Nachmittag Gefühl nicht rüber bei uns. Und technische Probleme, schreibt jetzt gerade nochmal hin. Ja, dann, wir machen einfach weiter. Ja, würde ich auch sagen, wir machen einfach weiter mit dem Programm. Ich pack Domian mal hier in der Ecke, dann können wir weiter gucken, was passiert. Und ja. Wir machen einfach weiter im Programm. Ich habe hier stehen News der Woche. Die News der Woche? Ja, es war wieder viel los, beziehungsweise es hielt sich in Grenzen. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen? Ja, also ich weiß, im Gegenteil zu der letzten Sendung haben wir newstechnisch gar nicht so viel heute zu sagen. Aber immerhin was relativ Spektakuläres, zumindest für die Massenmedien, die haben sich da wieder draufgestürzt, deswegen wollen wir es nur kurz erwähnen. Das war nämlich bei mir um die Ecke in Dachau, in einem Gericht. Sag mal, Fabi, was isst du eigentlich? Das ist hier so ein Gemisch aus Blut und Leber, das ist so gemixt, habe ich gestern beim Dschungelcamp gesehen. Und wie schmeckt's? Also sie hat ja gemeint, es schmeckt nach Erbrochenem. Ja, das kommt ungefähr hin. Lecker. Ja, in Dachau ist Folgendes passiert, und zwar wurde ein Staatsanwalt erschossen. Es war quasi ein Mann im Gericht, der wegen einer Routine irgendwie angeklagt wurde. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wegen was genau, auf jeden Fall wegen irgendwelchen Geldern, die er bezogen hat, die er nicht verdient oder irgendwie sowas. Und der hat dann auf einmal seine Waffe gezogen und zuerst auf den Richter gezielt und dann den Staatsanwalt erschossen. Als Begründung lieferte er ab, weil er das Rechtssystem nicht mag. Oder hasst. Der Hass gegen das Rechtssystem. Ja, da könnten andere Leute noch ganz andere Sachen machen. Also, ich finde das persönlich nicht so geil. Nee, das ist auch, wir empfehlen euch das auch nicht, im Gericht Leute zu erschießen. Das ist relativ dämlich, glaube ich, auch noch. Weil ich meine, du wirst ja sofort verhaftet, also. Ja. Gut. Dann habe ich hier stehen, eine Transfersteuer. Was haben wir uns darunter vorzustellen? Ja, eine Transfersteuer soll in Zukunft, ist quasi Geld, also eine Steuer darauf, dass man Geld hin und her transferiert, kann man jetzt mal so einfach sagen. Das ist deswegen auch der Fall, um die Spiele der Banken so ein bisschen auszubremsen. Ist aber nicht viel, also soll nur um die 0, irgendwas Prozent. Ich habe wieder mal sehr gut recherchiert für euch. 0, irgendwas Prozent soll es auf jeden Fall nicht 1% oder sowas, sondern 0, irgendwas Prozent auf diese Transfersteuer. Da gibt es aber auch viele, die sagen, das ist schlecht, weil im Prinzip dann doch wieder alle mehr zahlen müssen, wenn die großen Firmen da eine Steuer drauf zahlen müssen, das Geld sich hin und her verschiebt, dann wird es irgendwie doch an den Konsumenten weitergegeben und das ist blöd. Also das ist Wirtschaft, das ist schwierig und ist, glaube ich, schwer zu erklären. Ne? Aber von wem wir gar nichts gehört haben diese Woche, und da bin ich sehr überrascht, ist unser Bundespräsident.
naja, gar nichts gehört ist. Ich finde, wir haben ihm ja letzte Woche dieses schicke goldene Loch hier verliehen. Ja. Und ich finde, es ist Zeit, ihm das wieder zu entziehen. Ja? Weil so geht es nicht. Wenn man schon mit so einem Skandal an die Öffentlichkeit geht, dann muss man auch mit allen Pauken und Trommeln untergehen. Und er ist immer noch da und macht so weiter wie bis jetzt. Er hat in einem Interview gesagt, dass er ja denkt, dass dieser Medienrummel in ein paar Wochen eh wieder vorbei ist und man die ganze Sache vergisst und deswegen wird er sein Amt weiterhin ausüben. Er ist also noch da. Ja. Für einen Träger des Goldenen Loches ist das natürlich unverantwortlich. Deswegen. Die Jury hat entschlossen, wir ziehen das Goldene Loch zurück. Christian Wolff ist kein Preisträger mehr. Aber sowas von. Deswegen zum auch ersten Mal in der Geschichte der Show. Genau. Und deswegen auch an euch die Frage, wer soll das nächste Goldene Loch verdienen? Das könnt ihr uns mal in den Kommentaren posten. Außerdem noch eine zweite Zuschauerfrage, weil ich habe gemerkt, Fabi, ich war ein bisschen unterwegs auf YouTube in der Woche. Ich habe gemerkt, die Zuschauerfragen, die kommen so gut an. Ja, die Leute, die freuen sich da richtig, mal wieder eine Zuschauerfrage zu beantworten. Deswegen die zweite. Wann glaubt ihr, ist Wolf weg? Wir möchten ein Datum. Ja. Und wer am nächsten dran ist, der... Der wird erwähnt. Richtig, der wird erwähnt von Fabi. Von ja? mir. Genau, und von Fabi. Man kann sich auch aussuchen, ob er Preisträger des Goldenen Loches sein möchte, können, oder? Nein. Okay, dann nicht. Ja. Um dieser Situation zu entgehen, würde ich sagen, schreiten wir weiter zum nächsten Thema. Ja, und zwar Freitag der 13. Ja. Freitag der 13. war vorgestern. Mir persönlich ist jetzt nichts Schlimmes passiert, aber Chris, dir? Ja, naja, also ich habe meine Bioarbeit zurückbekommen, für die ich wie immer sehr, sehr viel gelernt habe. Oh. Und es ging um Zellteilung und Crossing Over und Informationsaustausch. Und habe ich hingeschrieben, dass der Austausch stattgefunden hat, also dieser Informationsaustausch. Und dann hat sie daneben, hat sie es durchgestrichen, meine Lehrerin, und hat hingeschrieben, wie denn? Durch Reden? Fragezeichen. Ja, Lehrer haben keinen Humor. Lassen. Das lasse ich jetzt erstmal wirken. Ja, aber es ist noch was Schreckliches leider passiert am Freitag, den 13. Ja, es gibt auch negative Nachrichten und auch die müssen natürlich angesprochen werden. Guido Westerwelle hat angekündigt, dass er wieder mehr in der FDP aktiv werden möchte. Ach du Scheiße. Ja. Das ist aber nicht so gut. Gut, echt. Also das ist jetzt natürlich ein dramatisches Ereignis und ich denke, es steht uns einfach nicht zu. Das wäre auch pietätlos, jetzt auf Kosten der FDP da Witze drüber zu machen. Das ist einfach, nee, du sagst ja auch nicht zu einem Todkranken, machst ja auch keine Witze über seine Krankheit. Ne? Also da halten wir uns da zurück. Es ist auf jeden Fall noch was, es ist leider wirklich was Schlimmes passiert am Freitag den 13. Und zwar ist ein Kreuzschiff untergegangen. Ja, stimmt. Also die Costa Concordia hat kaum ihre Fahrt angefangen, als das Luxuskreuzerschiff schon vor der italienischen Küste mit 3200 Passagieren auf Grund gegangen ist. Drei beziehungsweise vier Leute haben das Ganze leider nicht überlebt, der Rest aber schon. Und deswegen finde ich es im Vergleich ich finde es nicht gut. Aber von 3200 Passagieren haben die meisten überlebt und das freut mich. Ja, das finde ich auch schön. Ja, stimmt. Guck mal, jetzt bei Domian, da kommt jetzt so ein Techniker rein. Nee. Warum haben wir eigentlich keine Techniker? Also ich bin ja Tontechniker, ich habe ja 30 Jahre studiert, aber sonst haben wir keinen Techniker. Nee, das stimmt. Deswegen ist die Show auch so scheiße. Ach so. Ja, dann gibt es jetzt noch das erste 50 Abonnenten-Special. Wir haben nämlich 50 Abonnenten und Fabi wird deswegen jetzt aufstehen und für euch... tanzen. Ja, und wir haben uns noch was Besonderes ausgedacht zu diesem besonderen Ereignis. Chris wird jetzt live in der Show seinen ersten guten Witz reißen. Richtig. Aber jetzt... Oh, warte mal. Jetzt bei Domian. Ich sehe es gerade. Ja, gut, dann. Schalt mal kurz. Ich kann jetzt sprechen, wenn die Musik runtergestellt wird. Und ich hoffe, dass ihr mich jetzt auch hört.
Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Das ist in 16 Jahren Domian noch nie passiert, dass wir jetzt fast 10 Minuten hier rumtüfteln und die Kollegen bemühen sich wirklich ausgesprochen, das Problem zu lösen. Wir wissen nicht, was los ist. Gerade kurz bevor die Sendung angefangen hat, war alles noch im grünen Bereich und nun sind alle Systeme zusammengebrochen. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob wir die Sendung machen können. Ihr könnt mich zwar wieder hören, hoffe ich zumindest, aber ich weiß gar nicht, ob wir telefonieren können. Da auch der Computer abgeschmiert ist. Das tut mir wirklich sehr leid. Also nee, du Fabi, weißt was, jetzt mach den aus. Mach aus. Ja, es ist gut. Es ist, weißt du, jetzt habe ich auch keine Lust mehr auf Domian. Das ist dermaßen unprofessionelle Sendung. Dermaßen unprofessionell, ja. Einfach 10 Minuten zugesehen und nichts gelernt. Das geht nicht. Das können wir besser. Und das haben wir auch gezeigt, Chris. Also ich fand deinen Witz sehr schön. Genau, ich fand auch schön, wie du gerade getanzt hast. Haben die Zuschauer das jetzt eigentlich gesehen oder nicht? Ich weiß nicht. Also ich denke, ich werde es passend schneiden. Weil wir haben nämlich jetzt 50 Abonnenten-Special und Fabi hat gerade getanzt und ich habe einen Witz erzählt. Ja, abonniert uns weiter. Es gibt auch ein 100 Abonnenten-Special. Ja. Und danach gibt es dann Kuchen für alle. Das bestimmt gar nicht. Also lassen wir das auch. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Ja, und da war er, der erste Cut der Sendung. Ich glaube, das war das längste Video in meiner gesamten YouTube-Geschichte. Danke. Das war jetzt eigentlich schon das 100-Abonnenten-Special. Ja, genau. Aber und jetzt schreiten wir gleich wieder weiter zu Fremdcontent. Also nehme das Zitat recht. Und zwar haben wir wieder was gefunden. In der Tagesschau diesmal. Wieder mal. Die Tagesschau vom 12.01. war es, in der folgende Ausschnitt gesendet wurde. Es sind Bilder, die einen erschaudern lassen. Vier US-Soldaten. Das geht nicht. Das geht natürlich weißt nicht. Weißt du, nee. Die Tagesschau steht dafür, die Tagesschau ist so die versendungsfizierte Sendung für Journalismus. Ist quasi eigentlich ein Synonym für Journalismus fast. Und dann so Quelle, Internetvideo. Ja. Wir werden uns da natürlich jetzt vielleicht auch mal dran orientieren und vielleicht auch mal schreiben, Quelle Fernsehen. Vielleicht. Oder Quelle Empfangsgerät. Oder so. Machen wir lieber das nächste Thema. Ja, weiter geht's. Zack. Du, Fabi, sag mal, was hast du eigentlich geguckt am Freitag? Arte. Na, Quatsch. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Dschungelcamp geguckt. Ja, ich auch. 41, irgendwas Prozent Quote hat das geholt in der ersten mein Sendung. Gott. Gestern lief es natürlich auch nochmal. Aber die erste Sendung fand ich, also ich fand es großartig. Wie hat es dir gefallen? Ich fand es grandios. Wieder die glänzenden Personen der Sendung waren wieder Dirk Bach und Sonja Zietlow. Und das andere ist halt Fremdschämen, medialer Selbstmord von Z-Promis. Das Übliche. Was man eben so kennt. Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Und für euch einen kleinen Zusammenschnitt von den besten Eindrücken der ersten Sendung mal. Für alle, die dieses Dschungelcamp nicht kennen sollten und Sat.1 oder ProSieben geguckt haben. Weihnachten, Silvester, Dschungelcamp. Willkommen zu den Brückentagen beim RTL. 11 Prominente sind wieder dem Ruf der Wildnis gefolgt, möchte ich sagen. Nein, es muss anders gehen. 11 Prominente pfeifen auf ihren Ruf und sind der Einladung vom RTL gefolgt. Nein, es muss noch anders heißen. 11 Prominente lassen sich von einem befreundeten Unternehmen 2 Wochen Urlaub spendieren. Und das ist, wie wir ja alle wissen, der erste Schritt ins höchste Amt des Staates. Dschungelkönig! Genau! Sollen wir? Ja. Himmel, fast vergessen! 3, 2, 1. Ich bin ein Star! Holt mich hier raus! Ja, das ist halt, das machen wir uns gemütlich, Leute, ganz ehrlich. Ein bisschen Farbe und ein bisschen. Schaut mal, hier gibt's sogar Sachen. Ein bisschen Anstrich, dann sieht das aus wie. Oh Gott! Boah! Da was? Oh, da war was drin! Das Magen zu Magen sauber zu machen, kommen wir wieder! Mädels, Magen zu Magen sauber zu machen, kommen wir wieder! Ja, auch allein die Anmoderation fand ich echt genial von den zwei. Wie sie einfach mal vergessen haben, den Spruch zu sagen. Ja, das kann natürlich passieren. Das ist ja kein. Das kann mal passieren. Kann man ja auch leicht vergessen, wenn die Sendung Ich bin ein Star hier raus heißt.
Kann man auch leicht mal vergessen. Mein Favorit ist ja, war ja zu Beginn der Sendung, also erst war es Michaela Schäfer, muss man sagen. Ja. Dann war es Vincent Raven. Aber weil der ja jetzt so aggressiv ist, weil sie ihm sein Schmuckkästchen nicht mitgeben wollten. Und die rote Kleidung, die macht ihn auch total wuschig. Genau, da kriegst du ja, also da kriegst du ja Aggression bei, muss man ehrlich sagen. Mhm. Deswegen ist er da spätestens in 3 Tagen raus, genauso wie der Wolf. Und deswegen glaube ich, es wird Rocco. Rocco? Ja, der Bruder von Machu Picchu, haben sie, glaube ich, gesagt. Dieser Fußballspieler? Nee, Rocco ist der Sohn vom Ochsenknecht. Und der war ach, der, der die Dschungelprüfung gemacht hat. Ja, der war auch in der Dschungelprüfung vorgestern. Und hat, der hat sich da wie ein Arschloch benommen, muss man ehrlich sagen. Wieso denn? Der hat sich amüsiert. Mal endlich mal jemand, der die Dschungelprüfung zu wertschätzt. Wir machen weiter. Ja, würde ich auch sagen. Außerdem, ja, die Sendung ist ja immer das Gleiche. Also, erstmal wird eine halbe Stunde gezeigt, wie luxuriös das Leben der Promis war. Dann geht's in den Dschungel, da finden sie das Camp dann nicht. Und dann, merkwürdigerweise, hatten die Promis vom letzten Mal das Camp auch nicht aufgeräumt. Ein ganzes Jahr lang. Hm. Und jetzt, schmackhaft. Jetzt ist alles kaputt und sie mussten es heile machen da. Mehr ist auch nicht passiert, oder? Ja, von der gestrigen Sendung weiß ich es jetzt noch nicht so genau, aber... Gestern hatte ich keine Zeit. Nee, da hatte ich auch keine Zeit, da habe ich Wetten, das moderiert. So, wir machen weiter mit den Comments. Ja, Kommentare. Post. Ja, wir haben wieder sehr, sehr viele Zuschriften von euch bekommen per Post. Die Briefkästen von uns sind quasi voll gewesen. Und Fabi, du hast auch, glaube ich, Post bekommen diesmal. Ja, ich habe einen Fanbrief, möchte ich fast sagen, bekommen. Schon vor ein paar Wochen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe auch aufgenommen, wie ich ihn bekommen habe. Leider ist mir da ein kleines Missgeschick passiert. Was? Und vielleicht gucken wir uns das mal kurz an. Ja, hallo, hier zu einem kleinen Vlog-Video. Es ist etwas Merkwürdiges passiert und das möchte ich euch mal kurz zeigen. Hier. Ich habe einen Brief bekommen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es steht nur drauf, es ist von RTL. Ich würde den jetzt gern mal ich würde den jetzt gern mal aufmachen. Und das mache ich jetzt mal kurz. Moment. So, was ist es? Machen wir mal. Na, was ist es? Oh. Oh. Ja, was ist das denn? Ist das etwa eine Einladung? Da bin ich ja jetzt überrascht. Damit habe ich ja nicht gerechnet. Ja, das muss ich mir mal überlegen. Ah, verdammt. Scheiße, was ist das? Mist. Ja, super, das wollte ich jetzt nicht. Na gut, vielleicht kann ich das noch irgendwie retten. Mist. Ja, soviel also zu meiner Teilnahme am Dschungelcamp. Ist ja super gelaufen. Hoffentlich sieht das nie jemand. Fabi, weißt du, ich find's unverantwortlich. Sowas macht man doch nicht mit einer Einladung zum Dschungelcamp. Mal ehrlich. Ja, das wäre auch zu schön gewesen, wenn ich da jetzt drin sitze. Ja, würde. Ne? Das ist aber auch... Dann wäre diese Pflanze nämlich nicht alleine. Tada! So, und von euch haben wir natürlich auch wieder jede Menge Zuschriften bekommen auf in Form von Kommentaren. Claudewick2 schreibt, ein Schuh auf dem Tisch bringt Ärger. Tu das niemals! Auch wenn das Video super war. Okay, zur Kenntnis genommen. Das mache ich nie wieder. Du hast noch einen Kommentar. Achso, jetzt bin ich. Ja. Michelle Entertainment schreibt... Geil. Danke für diesen ausführlichen Kommentar, Michelle Entertainment. Das wird notiert in die Liste der sozialkritischen Kommentare. Genau. Wo Dumpy Donut auch drin steht. Oh. SummerGirl9611 schreibt, Gottschalk ist ja nicht mehr da, irgendeiner muss ja überziehen. Ja, und ich glaube, wir überziehen auch gerade schon wieder. Danke für das Stichwort. Ja. Wir sind schon wieder drüber über unseren 2 Stunden. Verdammt. Ja, dann Mist. Entweder nochmal drehen oder ausmachen. Ausmachen. Tschüss, das war's. Bis nächsten Sonntag. Tschüss. Und tschüss. So, wir sehen uns.